Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich wieder mit euch Baby-Wipes testen, also Baby-Feuchttücher zum Abschminken. Und ob diese Marke hält, was es verspricht, nein Quatsch, ob diese Marke es schafft, mein Make-up herunterzubekommen, da bin ich sehr gespannt. Es ist die Marke Hello Sensitive Baby Wipes von der Discounter-Kette Netto. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Tücher mein Make-up abbekommen. Ich nehme mir wie immer zwei Stück und werde einmal schauen, was die für eine Qualität haben. Inzwischen sind wir ja schon richtige Wipes-Experten, Feuchttücher-Experten und wollen mal gucken, was wir hier alles haben. Nee, lasst uns mal gucken, ob wir erst einmal etwas lesen, was uns über das Produkt ein bisschen mehr Informationen gibt. Also Feuchttücher ohne Puffer. Und 50% Viskose, 50% Polyester, 100 Stück sind darin enthalten. Und ja, viel mehr steht da auch nicht drauf. Ich denke mal, dass das so eine Eigenmarke ist von Netto. Es sind sehr viele Sprachen drauf. Deutsch ist hier auch erst an zweiter Stelle. Zuerst kommt, glaube ich, Polnisch oder Russisch. Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir auf jeden Fall einmal das Produkt begutachten. Also es lässt sich weit auseinanderziehen, es lässt sich stretchen. Finde ich immer gut, wisst ihr ja. Und es riecht nach nichts. Also auch nicht nach Baby und gar nichts. Es hat einen Nullgeruch. So ein bisschen auch nicht nach Papier. Es riecht einfach nach gar nichts. Es ist mittelmäßig feucht, ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ein bisschen feuchter als die meisten Tücher, die ich in der Hand hatte. Aber trotzdem auch noch nicht feucht genug. Also ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr. So, jetzt lege ich das erstmal auf meine Wimperntusche und werde einmal gucken, was dann passiert. Ein bisschen was. Schauen wir mal, ob sie die Wimperntusche ganz abbekommt. So, nach dem ersten Wischen bin ich mal skeptisch. Ist nicht ganz so viel abgegangen, wie ich mir erhoffe. Deswegen müssen wir mal einen Spiegel zur Hand nehmen und einmal gucken. Dieses Krümelige macht die Mascara. Ich habe Mascara von Catrice drauf. Diese hier, die krümelt nach dem Abschminken. Ist aber auch relativ schwer gewesen, von meinen Augen zu bekommen, gestern mit einem richtigen Abschminktuch. Deswegen bin ich rein einigermaßen überrascht, dass dieses Babytuch es ganz gut bewältigt, die Mascara herunterzubekommen. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte eher, dass sie das nicht schaffen würde, aber doch, sie hat alles gut herunterbekommen. Ich hatte tatsächlich gestern Schwierigkeiten, diese Mascara herunterzubekommen mit meinem richtigen Abschminktuch vom Isana, was eigentlich alles schafft. Ein bisschen Lidschatten hier. So, jetzt ist aber weg. Ja, wunderbar. Hat sie toll gemacht, muss ich sagen. Jetzt schminken wir uns noch den Rest des Körpers ab, hätte ich was gesagt. Den Rest des Gesichtes ab. Ich bin erkältet, bitte um Entschuldigung. Ich habe auch wasserfeste Augenbrauen. Geschichte drauf. Mal gucken, was sie damit macht. Moment. So ein Mann, der sein iPad haben wollte. So. Mal gucken, was gleich passiert. Ob die Foundation abgeht, bin ich sehr gespannt. Aber das sieht gut aus. Ja, Mensch, also, dass diese Swipes oder Wipes es geschafft haben, meine Schminke, meine Mascara abzubekommen, hat mich wirklich überrascht. Ich habe nämlich die gleiche Mascara gestern richtig schwer abbekommen. Ich habe einen Tagestest damit gemacht. Gut, da hatte ich auch zwei, drei Schichten drauf. Das haben aber meine Isana Abschminktücher nicht geschafft. Und eigentlich bin ich richtig zufrieden mit denen. Also wirklich, ich bin überrascht. Ich dachte jetzt, sie würde Schwierigkeiten haben. Hat sie aber nicht. Sie hat auch meine Schminke gut abbekommen. Sie hat meinen Lidschatten abbekommen. Sie hat die Foundation gut abbekommen. Also auf jeden Fall gibt es von mir einen dickes Daumen hoch von diesen Wipes. Wenn ich etwas zum Anstatten hätte, wäre es, dass ich eine etwas gröbere Struktur gerne hätte. Die ist sehr weich, also keine groben,
keinen groben Waben oder so. Aber ansonsten auch die Feuchtigkeit ist okay. Es ist alles gut gelungen und deswegen haben wir den Test wieder einmal positiv durchlaufen mit den Baby-Feuchttüchern. Auch Netto hat hier eine ganz tolle Figur gemacht, hat ein schönes, sauberes und klares Hautbild erschaffen. Es ist immer noch feucht auf meiner Haut, also es wapscht immer noch, wie ihr vielleicht sogar hört. Es ist eine gute Restfeuchtigkeit auf meinem Gesicht noch, sogar so ein bisschen nass. Es quietscht vor Sauberkeit, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden. Feuchtigkeit spendet das jetzt nicht. Also dass ich das Gefühl habe, dass meine Haut gepflegt ist. Nein, aber sie ist sehr sauber und quietschig, ne? Und das möchte ich auf jeden Fall haben. Und jetzt ist sie auch trocken geworden und ne, auf jeden Fall sehr, sehr sauber und abgereinigt. Ja, das war ein Daumen hoch für diese Abspendtücher bzw. für diese Babyfeuchttücher. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.